Skins in Tarkov wird es wahrscheinlich nie geben. Aber wäre cool. Da würde ich übel fühlen. Alter, ich habe so Bock auf diesen ultra krassen roten Keycard-Raum, Junge. Boah, Junge. 50 Millionen Key für einen Bären, Alter, wie geil. Ist einfach wirklich nichts anderes hier drin. Mann. Oh. Nein. Oh, ein Paracord. 50 Millionen Paracord, ey. Damn. Reich. Nicht so viel auf einmal. Als ob hier niemand ist. Jetzt haben wir extra einen kleinen Rucksack mitgenommen, weil ich dachte, ich sterbe eher an einem Cheater. Und dann verstecken sich alle. Frech. Powercord. Nicht Paracord. Stimmt. Wow. Wow. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich glaube, so viele Stims habe ich noch nie in einem Raum gefunden. Zwei Reihen. Ey, das sind 11 Stims. In einem Raum. Das ist mehr als die... Ey, das ist so viel. Ey, so viele Stims habe ich noch nie gefunden. Okay. Aha. Und jetzt? Ey. Oh. Ich hab's so an. Der reportet mich, der Raider, ey, ich sag's euch. Morgen bin ich gebannt. Solche Flicks passieren nämlich nur gegen Raider. Die passieren mir sonst nicht gegen Spieler oder sehr selten nur. Deswegen muss ich mir nochmal angucken. Den Moment festhalten, bevor er nie wieder passieren wird, außer ich spiele wieder gegen Raider. Einzig ist der erste Schritt zur Verbesserung. Ne, hier, werde Fahrradkette. Das ist es. Kein Scherz, das machen viele. Was glaubst du, was du dafür Geld rausholen kannst, wenn du nur eine Pistole und einen Rucksack riskierst? Und danach mit dem ganzen PC-Loot und so rauskommst?